Was zur Hölle? Das habe ich echt noch nie gesehen. So mache ich gerne Fades. Ohne Scheiß. Oh, lasst mich mal bitte durch. Wie ist es dir ergangen? Hast du die mechanischen Soldaten gefunden? Du hast gegen sie gekämpft? Dann waren die Gerüchte also wahr. Wenn das so ist, würde ich mir die Technologie gerne mal mit eigenen Augen ansehen. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten, Elsa. Wenn dir diese Soldaten noch einmal begegnen, könntest du mir dann Teile davon mitbringen? Am besten wäre es, wenn du alles, was du findest, zu mir oder einem meiner Kollegen in den anderen Stadtstaaten bringen könntest. Wahrscheinlich so eine Quest, die man immer wieder machen kann. Wir passen darauf auf, bis der Chef sie sich ansehen kann. Hey, wo ist der Regalia hin? Keine Sorge, der ist in Sicherheit. Die Schadensursache habe ich auch schon gefunden. Allerdings muss ich das Ersatzteil von Grund auf neu herstellen. Es wird eine Weile dauern. Tut mir ja leid, dass ich das gute Stück entführen musste. Aber hier hat so eine Klatschreporterin rumgeschnüffelt und ihre Nase in jede Werkzeugkiste gesteckt. Deshalb habe ich mir einen Schuppen am Uldar-Rangierbahnhof gemietet und ein Fahrzeug dort untergebracht. Da lässt sich ungestörter arbeiten. Verstehe, dann bin ich ja beruhigt. Aha, du musst der Besitzer des Gefährts sein. Interessante Kleidung, die du da trägst. Sagt wer? Hey Jemine, wo bleiben denn meine Manieren? Ich bin Kippi Jacka, Reporterin des allseits beliebten Wochenmagazins Der Rabe. Habe ich also nun die Ehre mit dem Fahrer des sonderbaren schwarzen Fahrzeugs oder nicht? Na komm schon. Du meinst den Regalia? Rega was? Na, den Regalia halt. Regalia. Haha, ich musste kurz an ein Bücherregal denken. Aber jetzt ist der Gil gefallen. Du meinst das Gefährt. So, was habe ich in ganz Eorzea noch nicht gesehen? Sag mal, kommst du von weit weg? Das kann man so sagen. Ich war unterwegs auf einer Reise, wurde in Kampf verwickelt und plötzlich war ich hier. Ich muss so schnell wie möglich zurück in meine Welt. Die brauchen mich da. So, ein Mann aus einer anderen Welt also. Was war das denn genau für eine Reise? Ich war unterwegs, um jemand Wichtiges zu treffen. Und meine Freunde haben mich begleitet. Ein Treffen mit wem? Und von wie vielen Freunden sprechen wir? Nicht so neugierig sein. Langsam, langsam, jetzt bin ich mal mit Fragen dran. Du bist eine Reporterin? Dann mach dich mal nützlich. Ich könnte nämlich auch ein paar Informationen brauchen. Klar, kein Problem. Ich sag dir gerne alles, was meine Quellen so wissen. Aber nur, wenn du mir ein Exklusivinterview gibst. Von mir aus? Gut, dann sollten wir keine Zeit verlieren. Begleite mich nach Uldar, da können wir uns in Ruhe unterhalten. Infos für Infos, klingt fair, ne?
So, wir kriegen unsere Handschuhe. Ich glaube, wir kriegen nur noch die Hose, Jacke und die Schuhe. Mehr hat er ja nicht. Aber kriegt man die in einer Quest? Was? Ja, müssten eigentlich noch zwei Quests sein, glaube ich. Oder sind es dann drei Quests? Weil ich weiß, dass es noch zwei Solo-Instanzen gibt. Ja, ich schaue hier nach. So, dann holen wir unsere Handschuhe mal ab. Was ist denn hier? Hier hat jemand seine Eier verloren. Stimmt, Oster-Event ist ja auch noch. Das Interview war ein voller Erfolg. Der Junge ist hier ist auf dem Weg zu seiner Verlobten. Ein verliebter Kerl, verschollen in einer anderen Welt. Wird er seine Geliebte je wiedersehen? Damit lande ich ganz sicher auf der ersten Seite. Die Leute werden uns die Zeitung aus den Händen reißen. Jetzt guck doch nicht so vorwurfsvoll. Gönn mir meine halbe Glocke Ruhm. Und außerdem werde ich mich ja erkenntlich zeigen mit meinen Infos. Hab meinen Kollegen nämlich schon gebeten, sich bei mir zu melden, falls sie was hören. Und auf die ist immer Verlass. Ja, ich bin's. Was gibt's? Wirklich klasse. Vielen Dank. Habe ich sich gesagt? Mein Kollegen ist verlasst. Hab gerade eine brandheiße Neuigkeit zugespielt bekommen. Allerdings werden wir dafür auf Reisen gehen müssen. Meldet euch bei mir, sobald ihr fertig seid. In Ordnung? Noctis soll nämlich auch mitkommen. Aber das Schöne ist, ich kriege auch Erfahrungspunkte, dass die Erfahrungspunkte kann ich nämlich ziemlich gut gebrauchen, denn ich will ja auch meinen Charakter ein bisschen leveln. Ich habe ja halt Ninja jetzt momentan. Und ich würde Stormblood gern mit einem Ninja weitermachen, also Ninja und Samurai abwechselnd, damit es so ein bisschen asiatisch spielt. Während des saisonalen Ereignisses erscheint das Fate Episode Noctis, die mechanischen Krieger nahe der Klaue im zentralen Tanner. Schließt das Fate ab, um zwei unidentifizierte Magitek-Teile zu erhalten. Diese können beim Garland-Mitarbeiter gegen verschiedene Gegenstände eingetauscht werden. Mitarbeiter warten auf dich in Kohlenstaub und in den drei Stadtstaaten Neosias. Sammle die unidentifizierten Magitek-Teile und tausche sie gegen Gegenstände aus einer anderen Welt. Interessant. Und wir bekommen jetzt als nächstes die Hose. Ihr seid soweit. Ihr seid soweit? Bestens. Ich habe nämlich erfahren, dass auch in der Nähe von Gridania mechanische Krieger gesichtet wurden. Allerdings hat meine Kollegin sie nicht selbst gesehen, sondern weiß es nur vom Hörensagen. Am besten schaut ihr euch selbst mal vor Ort um. Vielleicht findet ihr ja Augenzeugen. Klingt nach einem guten Plan. Auf zu diesem Gridings da. Moment mal, du kennst dich hier doch kein Stück aus. Ich komme lieber mit. Von mir aus
Nach dir. Haderfort befragen. Warte mal, wir sind doch gerade hier. Winsterwald. Winsterwald. Sind alle im gleichen Ort, okay. Wenn die alle am gleichen Ort sind, dann machen wir das. Dann gehen wir da hin. Da stelle ich mir die Frage, ob man wirklich dann Gold Sorcerer-Punkte braucht. Oder um welche Sachen es in der neuen. Um welche Sachen es sich handelt. Mechanische Krieger? Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht drüben im Ostwald. Aber der Finsterwald ist sehr weitläufig. Die könnten sich überall verstecken. Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Viel Glück bei der Suche. Gibt es schon neue Rassen? Hä? Das ist schon der zweite Ronzo, der mir über den Weg läuft. Oder Erich Weg. Kann die Frisur von Noctis auch bekommen. Sehe ich gerade. Da einer und da einer. Was ist das hier? Ah, das ist das mit dem Ei. Zurück in den Ruinen? Was ist das für eine Level 60 Quest? Mann, hier hat schon wieder jemand seine Eier verloren. Boah, das wird bestimmt ein hartes Stück Arbeit, das Ganze zu farmen. Ich weiß ja nicht, wie lange es dauert, bis ich. Ich hätte mal meine Gold Sorcerer-Punkte mal. Ja. Immer hochhalten müssen. Mechanische Krieger? Nein, darüber ist mir leider nichts bekannt. Mir schon. Ein Bekannter hat angeblich marionettenähnliche Krieger an dem Hügel unweit der Jagdhütte der Hawthorns gesehen.
Ach wirklich? Ganz schön unheimlich. Hoffentlich laufen die mir im Wald nicht über den Weg. Ich find's cool, dass dieses Spiel mit allen Final Fantasy-Teilen irgendwie connected sind. Das ist wirklich so, dass hier jedes Final Fantasy so ein bisschen drin vorkommt. Ob ich mechanische Krieger gesehen habe? Nun, ich nicht. Aber Kunde von einer solchen Sichtung hat nahe der Brombell Lichtung erreichte uns tatsächlich jüngst von Amarisaixes Wachturm. Zuerst hielt man sie für Vogelscheuchen, doch dann begannen sie sich blitzschnell zu bewegen. Womöglich haben wir es mit einer neuen Waffe der Galea zu tun. Du sollst auf der Hut sein, wenn du dich auf die Brombeerlichtung wagst. Archivar. Ah ja. Und ich habe 51? Wieso habe ich von dieser Währung 51? Interessant. Wusste nicht, dass es das sowas gibt. Ist bestimmt erst seit einem Patch oder so. Wie lange habe ich hier schon nicht mehr gespielt, ne? Ja, genau. Was ist denn hier wieder los? Hallo, hast du etwas über die mechanischen Krieger herausgefunden? Verstehe. Dann legt ihr euch am besten im Ostwald nahe der Brombeerlichtung auf die Lauer. Alles klar, schon unterwegs. Kann er nicht einmal warten, bis man zu Ende geredet hat? Du heftest dich besser an seinen Fersen. Der Finsterwald ist für Leute, die sich da nicht auskennen, ein gefährliches Pflaster. Noctis! Hier ist ein Fade. Na komm, machen wir mal mit. Das haben wir schon zu verlieren, ne?
Wir müssen eh hier lang, oder? Ach, ich habe ja diese Ninjutsus noch gar nicht. Hilfe! Da muss ich hin. Ist der nicht bald mal am Ziel? Yay! Gib doch. Ja, komm, machen wir. Solo-Instanz! Hier sollen also die Magitech-Infanteristen gewesen sein. Normalerweise hört man deren Scharniere meilenweit, aber wir können ja mal warten. Was war denn das für eine Stimme? Komm, das sehen wir uns mal an. Was ist denn das? Ein Siecher? Hat man nicht mal hier vor denen Ruhe? Oh mein Gott! Siecher sind ziemlich gefährlich. Wir können die hier nicht einfach rumrennen lassen. Den machen wir fertig. Seh schon, du bist eine echte Kämpfernatur, was? Also los, auf ihn mit Gebrüll. Ja, stimmt, nachts tauchen die ja immer auf, diese komischen. Alter, wie viel der einfach mal. Oh Gott. Einstecken kann.
Werde ich eigentlich auch geheilt von Noct? Egal, ich heile mich trotzdem mal. Was ist das? Okay, das war nicht so cool. Ich war nur verwirrt, warum lockt es dahin? Rennt? Oh Gott. Instant Death! Bitte, was war das denn jetzt? Ah, ich bin mal auf der Liste, bis gleich.